dieser Moment davor ist für mich irgendwie so spannend, weil alles möglich ist. Dieser Floating Moment inspiriert mich. Hallo, mein Name ist Sumetse. Ich bin bildende Künstlerin und arbeite zurzeit in Berlin. Sumetse, es freut mich sehr, dass du da bist. Anlässlich der Double Feature-Ausgabe in der Scheren Kunsthalle. Jetzt sind wir hier im Haus der Stille, der Johann Wolfgang von Goethe Universität, Campus Westend. Bevor ich jetzt da so einzelne Arbeiten heraus krame, ist es vielleicht ganz interessant von dir zu hören, was für dich so der rote Faden oder womit es mit der Stille, womit es da auf sich hat, was es damit auf sich hat. Ja, als ich angefangen habe, mich auszudrücken mit der Kunst, habe ich begonnen, eigentlich so eine Sprache zu wählen, die mir nah lag, und das war halt die Musik. Ich bin mit Musik aufgewachsen durch meine Eltern, die Musiker sind, und das Cello. Und wenn ich so rückblickend mich an das allererste starke Bild erinnern müsste oder das so beschreiben müsste, wäre es dieser Schallplatte, die so leicht gewellt sich so wie eine Landschaft abspielt. Es geht weniger jetzt um eine präzise Musik, als mehr dieser Moment dieses Innehaltens und Abwartens und eben für mich sehr wichtig dieser Knisterton. Dieser Knisterton ist für mich so eine Visualisierung oder eine Vertonung der Stille. Weil die Stille eigentlich präziser etwas ist, was weniger mit dieser Nichthörbarkeit zu tun hat, als vielmehr mit etwas, was kommt. Vielleicht kannst du zu der Arbeit Pays de Neige etwas sagen, weil auch da ist es quasi fast so, als würde das Knistern auf eine andere Weise fortgesetzt werden. Pays de Neige, der Titel kommt aus einem Buch von Kawabata. Ein Moment, wo die Hauptfigur das Fenster öffnet und diese unheimliche Weite an einer weißen, also Schneelandschaft vor ihm liegt und unberührt, also ohne Schritte, also es ist wirklich so dieser frische Schnee. Und in Pays de Neige, in dem Video, ging es mir auch darum, das war jetzt dieser Anfang einer Residency in Rom, ja, dieses Bedürfnis, zuerst mal so eine Art Tabula Rasa zu schaffen und dieses Gelände einmal abzulaufen und eben mit einem zeitgenössischen Zen, wie nennt man das, Rechen, das Terrain vorzubereiten, eben bevor ich an die Arbeit komme. Also auch ein bisschen so wie eine Vorbereitung einer Leinwand, bevor man mit der Malerei beginnt. Und dein Zen-Rechen ist sogar noch mehr Pop, noch mehr zeitgenössisch, weil es nämlich eigentlich ein Objekt ist, was man benutzt, um den Tennisplatz zu ebnen oder ne, zu reinigen. Und rundherum sieht man dann eben auch Teile des Ortes, in dem du dich bewegst, nämlich der Villa Medici, weitestgehend. Ja, also es ging darum, einerseits mit historischen Referenzen zu arbeiten. Ich meine, das ist ja gerade schon eine tolle Gelegenheit, ein ganzes Jahr in Rom zu verbringen und mit den Referenzen, die man kennt aus Büchern, und eben ja, sich zu inspirieren, aber andererseits auch dieses Bedürfnis, diese Last auch irgendwie loszuwerden. Und man hat schon einen gewissen Druck, wenn man sich fragt, was kann man hier eigentlich noch machen? Also so eine gewisse Reinigung
mit der Vergangenheit und ja, auf meine Art, also auch mit Humor. Also es ist auch wichtig, mit Humor an die Sache ranzugehen. Trotz des Humors ist da immer wieder auch so eine sehr spirituelle Ebene. Wenn man sich sozusagen Gegenwartskunst und auch gegenwärtige Tendenzen in der Philosophie anschaut, dann ist so ein Begriff wie Nest oder Anker, hast du auch verwendet, oder Wurzeln, ist da eigentlich verpönt. Und es geht offenbar nur darum, so eine ständige Transformation durchzuführen, weil man hat sozusagen alle Mittel in der Hand, um sich zu verändern und um der zu werden, den man sich vorstellt. Also ich bin gar nicht gegen die Idee der Veränderung. Im Gegenteil, ich glaube, die Veränderung ist schon sehr wichtig, aber es ist halt die Frage, wie kommt man zu einer Veränderung? Und ich glaube, wenn man je bewusster man etwas tut oder lebt, je näher kommt man dieser Veränderung, würde ich schon sagen. Aber wenn man sie forciert oder gewollt anwendet, dann ist eher das Gegenteil. Ich finde es irgendwie ja, sehr, sehr spannend, mich damit zu beschäftigen, wie etwas entsteht, also generell, ob das jetzt in Kunst ist oder in Musik oder in der Sprache. Dieser Moment davor ist für mich irgendwie so spannend, weil alles möglich ist. Und da ist auch so eine Spannung enthalten, also stille Spannung. Dieses Bild zum Beispiel, wenn der Pinsel kurz vor der Berührung ist mit der weißen Seite oder bevor ein Wort entsteht, dieser Floating Moment, also es inspiriert mich. Ja. Also damit habe ich so in der letzten Zeit gearbeitet und eben auch natürlich, wie ein Ton damit verbunden ist, eben dieses Rauschen. Und ich habe damals, das ist eben damals bei der Biennale 2003, an einer Videoarbeit gearbeitet, Les Balayeurs du Désert, mit den Straßenfegern. Und schon damals war dieser Ton, dieses Rauschen eigentlich schon sehr präsent auch für mich. Ein anderer Begriff, der immer wieder genannt wird, ist einer, der sich auch in meinem Vokabular lange sozusagen verschoben, also nach hinten gewandert ist, nämlich den der Kontemplation. Oder ist das für dich ein durchgehendes Motiv in deiner... Nee, also durchgehend nicht. Das ist schon... also ich habe das auch irgendwie so für mich erlebt, dass ich dann irgendwie gedacht habe, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich mach und danach habe ich dann die Zeit und genieße es dann. Und jetzt ist es eher wirklich ja, jeden Moment eigentlich zu genießen, egal was ich mache. Und komischerweise, es ist natürlich einfach, man fährt irgendwo hin und in irgendeiner tollen Landschaft zu stehen und das dann zu genießen. Aber wenn man so in ganz einfachen Sachen wie in alltäglichen Tätigkeiten, die man nicht unbedingt gerne macht, da jeden Moment sehr bewusst lebt, kann man fast noch eine größere Zufriedenheit eigentlich erlangen. Also es geht natürlich nicht immer, man ist ja nicht immer bewusst, man ist oft in Gedanken, aber wenn man dann immer wieder versucht, regelmäßig so in so eine pure Bewusstheit zu kommen, ja, dann muss man nicht unbedingt in einem Wald spazieren.